So, hallo Leute, heute das nächste How-To, Anleitung, Hilfe zum nächsten Panzer. Diesmal geht es um den T-71, den Nachfolger vom T-21 und für mich kam da eine ganze Menge Spaß auf. Also ich muss sagen, der Panzer, der hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, den behalte ich. Der hat von mir sogar nochmal eine neue Crew bekommen, wie man sehen kann. Die ist noch im ersten Skill, also die ist auch erst wieder im Aufbau. T-71, für mich ein massiver Fortschritt zum T-21 und hat auch enorm viel Spielspaß gebracht. Das ist der Einstieg in die Trommelmagazinpanzer von den Amis. Das heißt, das ist der erste Autoloader. Und damit kommen wir direkt mal zur Forschung. Also meine definitive Empfehlung ist hier, das erste, die Kanone einzubauen. Und die Top Gun wiegt hier weniger als die Stock Gun. Stock Gun kommt auf 1590 Kilogramm und die Top Gun wiegt 646, also ihr spart enorm viel Gewicht. Das Funkgerät müsste schon im Vorpanzer erforscht gewesen sein. Moment, ich gucke geschwind. SC. Nein, Funkgerät müsste erforschen. Also Funkgerät muss erforscht werden. Aber als allererstes die Kanone. Dann fehlt dem Panzer natürlich die unwahrscheinliche Mobilität und Geschwindigkeit, die er so mitbringt. Das nächste, was ich bei dem Panzer erforscht hatte, waren die Ketten, dann den Motor und zum Schluss das Funkgerät. Ihr könntet auch alternativ erst die Kanone, dann den Motor, Funkgerät, Ketten und dann aber andere Module einbauen. Wenn ihr die zweite Reihenfolge macht, dann solltet ihr hier bei den Modulen, na, reagiert ein bisschen verzögert gerade, hier die verbesserte Drehstabfederung 1 Tonnenklasse einbauen, um die Nutzlast vom Panzer zu erhöhen. So, was habe ich hier noch eingebaut? Ich habe drinne die Optiken, um die Sichtweite von 400 Meter noch zu erhöhen. Dann habe ich drinnen eine Lüftung, um die Nachladezeit vom Autoloader zu reduzieren. Das Problem ist bei Autoloadern, bis auf den 7er Japaner, das ist der einzigste Autoloader, der einen Einsatzer einbauen kann. Deswegen ist einfach Lüftung ein Muss bei Autoloadern, weil ihr die Nachladezeit damit reduziert. Durch das, dass es ein Scout ist und ihr sehr viel in der Bewegung schießt, den vertikalen Stabilisator als drittes Modul. Zur Kanone. Wir haben hier 6 Granaten pro Magazin. Zwischen den Schüssen dauert es 2 Sekunden fürs Nachladen, 20 Sekunden fürs komplette Nachladen vom Magazin, reduziert sich durch die Lüftung noch. Und wenn ihr Waffenbrüder noch skillt, dann habt ihr, ich glaube, irgendwas knapp um die 18 Sekunden. 175 Durchschlag mit normaler Munition, 210 mit Premium und 38 mit HE. 150 mittlerer Schaden bei APCR, also der Panzer hat APCR als Standardmunition und 150 Schaden mit Heat. Heat ist die Premium-Munition von dem Panzer. 185 mittlerer Schaden bei HE. Steuerung auf 100 Meter sind 0,39. Die Zielerfassungszeit 2,3 Sekunden. Zur Munitionsbeladung, die ich gewählt habe. Ich habe hier drinnen, wie man sehen kann, 42 HVAP, also das ist APCR, 18 Heat. Heat für zum Beispiel Panzer wie die Maus. Also die Maus könnt ihr mit APCR nur sehr schwer penetrieren, es gibt nur sehr wenig Stellen, wo man da durchkommt, deswegen die Heat und HE gar keine, weil HE einfach keinen Sinn macht. Dazu habe ich einen automatischen Feuerlöscher drin,
Der Panzer, der kriegt sehr oft Motortreffer ab, der brennt ab und an mal. Deswegen habe ich den automatischen Feuerlöscher drin, kleine Ersatzteilkiste und einen kleinen Erste-Hilfe-Kasten. Was ich hier auf gar keinen Fall einbauen würde, ich habe es eingebaut gehabt, aber ich würde das nicht empfehlen, das einzubauen. Das ist dieses 100-Oktan-Benzin. Der Panzer wird damit so schnell und schwer zu steuern, dass er fast keine Kurve mehr normal fährt. Der driftet fast um jede Kurve. Es ist zwar recht lustig, aber zum effektiven Einsatz vom Steuern vom Panzer ist es enorm hinderlich und macht in dem Zusammenhang auch keinen Sinn. Also davon rate ich dringendst ab. Der Panzer hat 840 Hitpoints. Für einen 7er Scout ist das durchaus okay. Wiegt maximal 20 Tonnen. In dem Setup, wie er jetzt bei mir in der Garage steht, wiegt er 17,16 Tonnen, hat 400 PS, 64,4 km/h Höchstgeschwindigkeit, 56 Grad Wendegeschwindigkeit. Also enorm wendig. 25 mm vorne, 22 mm Seite und 19 mm Heckpanzerung. Das heißt, HE, wenn euch HE erwischt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Durchschlagstreffer gibt, sehr groß. Turmpanzerung 22 vorne, 22 an der Seite und 22 am Heck. Dazu den Standardschaden 113 bis 188, die Standarddurchschlagskraft 131 bis 219. 12 Schuss die Minute, Turmdrehgeschwindigkeit 42 Grad in der Sekunde, Sichtweite 400 Meter und die Funkreichweite 745 Meter. Der Panzer hat eine Dreimann-Besatzung, das heißt, ihr kommt vom T21 mit 4 Mann. 4 Mann, glaube ich, müsste ich jetzt nochmal kurz nachgucken. Können auch weniger sein, können auch 5 sein. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, es sind 5 Mann, es bleibt also einer übrig. Ihr geht auf den T71. Habt dann hier nur noch 3-Mann-Besatzung, das heißt, 2 bleiben in der Kaserne sitzen. Skillt hier 3 Mann weiter und auf den T69 habt ihr dann wieder 4-Mann-Besatzung, das heißt, einer fehlt, einer muss nachgezogen werden. Das dürfte sich, beziehungsweise sollte sich dann spätestens beim T57 Heavy wieder ausgleichen, weil ihr ja 10er Panzer mit Schnellausbildung spielen könnt und somit das schwächste Crewmitglied die meisten EP bekommt. Und damit dann auch der Ausgleich wieder stattfindet. So, das ist ein 7er Scout, der hat ein Matchmaking bis Stufe 10. Das heißt, ihr re seht regelmäßig 10er Panzer und seid dann da aktiv Aufklärer. Der Panzer lässt sich sehr vielseitig spielen. Ihr könnt die Medium-Rolle übernehmen, flankieren von Panzern, also in die Seiten schießen, ins Heck schießen. Ihr könnt aktiv scouten. Aggressiv aufklären. Die Beweglichkeit und die Geschwindigkeit ist schnell genug, ist hoch genug. Ihr müsst euch nur dabei ganz genau überlegen, welche Routen ihr fahrt. Bei vermuteten Gegnerpositionen, dass ihr sofort irgendwo einen Rückzugsweg oder eine Abzweigung habt, wo ihr abbiegen könnt und euch in Deckung begeben könnt. Zu lang im offenen Gelände führt auf jeden Fall dazu, dass euch der Panzer zerschossen wird. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Bis ihr den Panzer komplett voll ausgebaut habt, würde ich empfehlen, den als Sniper zu spielen. Funktioniert hervorragend. Die Kanone habe ich mir mit Freaks-B montiert damals und danach sämtliche andere Module erforscht. Ich hatte die Freaks-B erspielt, also ich habe immer ein bisschen Freaks-B durchs Grinden oder wenn ich Dailies fahre, wenn Events sind. Ich habe jetzt auch schon wieder 47.000, fast 47.700 freie Erfahrung, die ich theoretisch verwenden könnte, aber ich bin jetzt momentan erstmal am Sparen und werde dann mal sehen, ob ich die verwende oder ob ich da gucke, dass ich mich in irgendeine Linie reinforsche und dann einfach möglichst viele Panzer überspringe. So, dieses dazu, dann kommen wir jetzt noch zum Tank Inspector, dann zeige ich euch noch das Panzerungsmodell, die technischen Daten von dem Panzer. Und im Anschluss muss ich gucken, ob ich noch Replays habe. Ich glaube, ich hatte zu dem Panzer relativ wenig Replays, aber ich muss mal schauen, ob ich noch irgendwas gespeichert habe. So, hiermit sind wir jetzt beim Tank Inspector gelandet und den Bug wollte ich euch jetzt natürlich nicht vorenthalten.
Der Panzer hat keine Wanne. Nein, Spaß. Ich weiß nicht, woran das jetzt gerade liegt. Offensichtlich war bei den Amerikanern Ausverkauf. Die haben eine neue innovative Technik getestet und montieren die Türme einfach in der Luft. Mal sehen, wie weit sie dieses Spiel fortführen. Ja, selbst der T-54 E1 hat keine Wanne. Nun gut. T-71 gehen wir direkt zum Panzerungsmodell, wenn da gerade irgendwo der Wurm drin ist. Wie man sehen kann, hier sind wir im Bereich von 28 mm bis 40 mm. Turmfront 27 mm. Die Kommandantenkuppel oder dieses kleine MG-Türmchen 22 mm. Die Seiten vom Panzer 22 mm. Mit Ketten sind wir bei 63 mm. Turmseiten 22 mm. Heck 19 mm. Und von oben 13, sowohl Turm als auch Wanne. Und damit kommen wir noch geschwind zum Richtbereichen. Das ist alles, was maximal negativ geht beim Richtbereich. Und der positiv maximale Richtwinkel ist das hier. Nach hinten reduziert sich der ganze Spaß natürlich ein bisschen, weil ihr hier das Heck im Weg habt, also weiter runter als diesen Richtwinkel geht nach hinten nicht. Nach oben ändert sich daran aber nichts. Also hier wird lediglich durch den Wiegeturm der Richtwinkel limitiert, sage ich mal. Dann kommen wir hier noch geschwind zum Setup bzw. zu den technischen Daten. Wir sehen kann, der Bewegungstarnwert und der stationäre Tarnwert sind relativ gering. Beim Schießen sinkt er noch weiter. Also es ist wieder ein Scout, wo sich Tarnung nicht in erster Linie lohnt. Also es gibt Wichtigeres wie Waffenbrüder. Waffenbrüder natürlich wegen Autoloader, um einfach die Nachladezeit zu reduzieren, Einziehzeit zu reduzieren, die gesamten Fähigkeiten zu pushen. Und des Weiteren gibt es dann natürlich noch Fahren wie auf Schienen, ruhige Hand, sechster Sinn, sichere Lagerung etc. Die Spezialitäten, also die sind ganz wichtig, durch dass der Panzer einfach von seiner Mobilität lebt und auch während der Fahrt recht gut trifft. Dann haben wir hier die Feuerkraftwerte, Durchschlag 175, Schaden 150 pro Schuss. Schaden pro Minute 1852, Modulschaden 105, das ist bedingt durch das geringe Kaliber. Nachladezeiten 19,15 Sekunden, kann man auch noch eben simulieren, wie sich das auswirkt, wenn hier Waffenbrüder geskillt ist, dann sind wir bei 18,75 Sekunden. Eventuell noch Schokolade rein, dann kommen wir um die 18 Sekunden. Schokolade, sorry, Kiste Cola. Also sind wir hier bei 17,9 Sekunden, knapp 18 Sekunden. Feuerrate 12,8 Schuss die Minute. Beziehungsweise 12,5 ohne Cola. 6 Schuss im Magazin, 2 Sekunden Nachladezeit zwischen den Schüssen. Granatenfluggeschwindigkeit 1219. Also hier ist Vorhalten deutlich einfacher als beim T21. Durchschnittlich verursachter Schaden 464. Und durchschnittlich zerstört sind 0,41. Die Genauigkeit 0,358. 2,1 Sekunden Zielerfassung. Die Werte, wie man hier sehen kann, sind recht gering, also nicht ganz so niedrig wie beim T21. Eine etwas höhere Streuung während der Bewegung und Turmdrehung.
aber die ist immer noch brauchbar. Dafür ist er einfach unwahrscheinlich schnell und er hat seinen Burst Damage, diesen Clip näher zu machen. Diese 10 Sekunden, die er braucht, ab dem ersten Schuss, um sein ganzes Magazin in einen Panzer zu entladen. Hinterlassen Spuren, insofern man sie alle durchkriegt. Und es ist auch durchaus möglich, mit dem Panzer 10er Panzer in Brand zu schießen, durch das, dass die Schüsse in so schneller Abfolge ankommen. Minimal negativer Richtwinkel 7 Grad, maximaler Richtwinkel 20 Grad, also 20 Grad nach oben, 7 nach unten. Wir haben ein spezifisches Leistungsgewicht von 23,44. Recht gute Werte, wie man sehen kann, was den Geländewiderstand angeht. 0,64 auf hartem, 0,73 auf normalem, 1,37 auf weichem Untergrund. Und er kann im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem T21, wenden auf der Hochachse. Er dreht seine Ketten gegeneinander, wendet damit auf der Stelle. Was natürlich die Beweglichkeit enorm erhöht und auch viel, viel höhere Flexibilität bietet. So, dieses dazu. Crew Skills habe ich kurz angesprochen, was meiner Meinung nach wichtig ist. Und damit kommen wir jetzt noch zu den Replays. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Schnallt euch an, das Ding ist ziemlich fix unterwegs. Entschuldigung. Und damit wechseln wir zum aktiven Part. So, grüße euch. Und damit der praktische Part. Ich mache nur ein Video dazu, weil T71 ist. Es ist viel Instinkt, das ist Scout spielen. Ihr müsst einfach extrem viel aufpassen. Und na, offensichtlich will es jetzt nicht. So, ihr müsst vom Prinzip her wissen, scout ich passiv, scout ich aktiv. Und der T71 ist ein hervorragender Aktiv-Scout, das heißt, ihr müsst euch, ich mache mal hier direkt Pause, euch die Karte angucken und euch dessen klar werden, auf welcher Route habt ihr immer noch Möglichkeiten, euch zu verdrücken und macht die meisten Gegner auf, also klärt die meisten Gegner auf und gebt eurem Team somit die Möglichkeit, festzustellen, in welche Richtung müssen wir den Großteil vom Team entsenden oder schicken, um den Gegner aufzuhalten bzw. die gegnerischen Panzer zu zerstören. Jetzt in dem Fall von Nordwesten, vom oberen Startpunkt aus, von hier, fahre ich hier einfach diese Straße lang. Je nachdem, was ich hier an der Position schon an Feinden aufkläre, wenn ich sehe, hier oben kommt eine unwahrscheinliche Ansammlung, biege ich direkt nach hier unten ab. Wenn ich sehe, dann Wenn ich hier beim Abbiegen feststelle, hier kommt mir direkt der nächste Ball entgegen, kann ich hier abhauen, kann mich hier zwischen den Felsen und den Häusern wieder zurückziehen und habe direkt hier einfach mal den Großteil der Gegner aufgeklärt. Wenn ich merke, ich fahre hier durch, komme hier an, hier ist frei oder hier ist nur ein Gegner, den kann man durch die Beweglichkeit ausspielen, fahre ich hier weiter. Kläre ich dann hier die Gegner auf, habe ich immer noch wieder unwahrscheinlich viele Rückzugswege. Ich kann hier abbiegen, kann auch weit zur Basis durchfahren, wenn hier nichts ist und die Artillerie jagen gehen. Ich kann hier runter abbiegen. Also ich habe hier einfach unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, um dann darauf zu reagieren. Das ist aber ganz wichtig, dass ihr dabei mit der Minimap spielt. Also ihr müsst theoretisch zwei Augen auf dem eigenen Panzer haben, ein Auge auf der Minimap. Und das vierte Auge müsst ihr dann in eure Umgebung haben und sehr, sehr gut aufpassen. Aus der anderen Richtung funktioniert das natürlich genauso, wobei ich aus der anderen Richtung ganz gerne mit einem Scout auf A2 fahre, hier immer wieder kurz hochpoke, also nur ganz kurz hochfahre und aufkläre, was hier um die Ecke kommt. Und insofern sich das hier oben dann langsam im Sande zerläuft bzw. zerschossen wird von den Verbündeten, wenn hier oben Support steht, mache ich mich vom Acker und verdrücke mich durch die Mitte. Also das ist auch wieder instinktiv, aber damit lasse ich es einfach mal weiterlaufen. Und wie angesprochen, fahre ich jetzt hier vor. Kann die Geschwindigkeit von der Kiste sehen, also der beschleunigt ab
abartig. Ist jetzt ein relativ aktuelles Replay, also der hat nicht mehr die Crew, die ich beim Grind drin hatte. Es ist eine neue Crew, es ist auch noch kein sechster Sinn drauf, keine Waffenbrüder. Also alles jungfräulich. So, jetzt kommen wir an der Position an. Und wie wir sehen können, ist hier alles offen, nichts aufgeklärt. Das heißt, ich nehme jetzt, wie gerade eben beschrieben, den oberen Weg, fahre hier durch. Lux aufgeklärt und hier frontal jetzt ein KV5. Da packe ich während der Fahrt Auto-Aim drauf und setze direkt die ersten Schüsse ab. Der hat uns hier nicht registriert. Jetzt klären wir noch mehr Gegner auf. Und das ist das Problem, was der T71 immer wieder hat. Wie man sehen konnte, gerade eben in der Slow Motion, er driftet sehr gerne. Ich habe das Auto eben jetzt runtergenommen. Fahre hier noch hoch. Und wie man sehen kann, hier gehen die nächsten Ziele auf. Und unten sind direkt die nächsten zu sehen, also die vom Team aufgeklärt werden. Das heißt, wir haben jetzt schon mal einen Großteil der Gegner aufgeklärt. Und hier kommt noch die Artillerie dazu, wie man hier sehen kann. Die steht hier oben. Die habe ich während meinem Run übersehen, aber die eigene Artillerie hat hier aufgepasst. Dann lasse ich jetzt mal wieder ein bisschen schneller laufen. Spinnt hier irgendwie ein bisschen der Reload-Timer. So, das nächste, hier Schlangenlinien fahren. Rechts zwei Gegner, links von uns der Tiger P, oberhalb von uns der T69. Die nächste Entscheidung, die wir hier treffen müssen, ist auch relativ einfach. Wenn jetzt hier, na, mal hier ein bisschen rausscrollen. Wie wir sehen können, hier links neben uns, genau in dem Bereich, wo jetzt dieses große Fadenkreuz ist, befindet sich eine Erhöhung. Rechts von uns Tiger 1 und IS-3. Das heißt, wenn ich hier stehen bleibe, kommen die hoch, beschießen mich. Das heißt, ich muss hier rumfahren und kann dann ungefähr ein Stück unterhalb vom Tiger P stehen bleiben, um den zu beschießen. Bin aber durch diese Erhöhung hier gedeckt gegen Tiger 1 und IS-3. Und damit lassen wir direkt wieder weiterlaufen. Genau dieses tue ich jetzt. Hab hier Auto-Aim auf den Tiger P. Und jetzt stehe ich. Nochmal die Kamera lösen. Wie man sehen kann, genau diese Erhöhung, die ich gerade angesprochen hatte, ist jetzt zwischen mir, dem IS-3 und dem Tiger 1. Das heißt, ich kann jetzt hier ungestraft den Tiger P beschießen. Der T69 braucht eine Weile, bis er in meiner Position ist. Das heißt, ich habe hier Zeit, meinen Clip leer zu machen. Und hier einmal Pech gehabt. So, der T69 bewegt sich jetzt. Einen Treffer vom Tiger P werden wir abkriegen, das ist klar. Noch der Su-100 ausweichen, sorry. Wieder im Reload. Und gleich wieder verdrücken. Das heißt, erstmal ein bisschen Schwung aufnehmen und dann immer wieder die Richtung ändern. Und damit sind wir nachgeladen. Der Tiger P ist Geschichte. Und wie wir sehen können, die gegnerische Artillerie ist auch ausgeschaltet. Das war die eigene Arti. Und damit komme ich jetzt wieder an den Punkt, wo ich mir überlegen muss, was ich als nächstes tue. Und nachdem ich hier meinen Scout Run beendet habe, also diesen First Spot, den ersten Spot, um die Gegner aufzuklären, sind wir bei 579 Schaden. Also den KV-5 haben wir nur in Anführungsstrichen geärgert, da gab es keinen Schaden. Fahre ich jetzt hier oben und benutzt den T71 erstmal als Sniper, um ein bisschen Schaden anzubringen. Ziele sind ja fast alle aufgeklärt vom Gegner. Das heißt, die Notwendigkeit jetzt hier zu scouten ist nicht gegeben.
ganz easy durch. Ich sehe den T69 hinter mir, kann ich allerdings nicht ran. Und von daher warte ich erstmal ab, in welche Richtung der sich bewegt. Lade nach. Ich weiß ganz genau, bei 4 Schuss A240 Schaden ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er mich direkt mit dem ersten Schuss aus dem Leben boxt, und das möchte ich natürlich vermeiden. Die Geschwindigkeit reduziert, um mir nochmal kurz einen Überblick zu verschaffen. Und guck, ob ich jetzt hier irgendwie in eine Position komme, von wo aus ich den beschießen kann. Der T-44 jetzt hier, und das ist too much. T-69 und T-44, da gehe ich frontal nicht dran. Guck, ob ich hier noch irgendwie von der Seite ein bisschen die Möglichkeit habe. Sehe, die Möglichkeit besteht nicht. Habe hier noch was versucht, hier irgendwie durchzufahren. Funktioniert aber nicht. Vielleicht mit mehr Schwung. Und hier kullern die nächsten Panzer durch. Kann ich jetzt aber aufgrund meiner HP nichts dran ändern. Von daher flitze ich jetzt hier oben einfach durch, weil, wie man auf der Minimap sehen kann, sind die auf dem unteren Hohlweg. Das heißt, ich kann hier oben hochfahren und eventuell von hinten noch drauf schießen. Allerdings stehen die nochmal eine Etage tiefer, bis auf den T69, der ist einfach verschwunden. Ja, das ist ein Bug, den man auf einigen Karten hat, dass man an irgendwelchen Hindernissen hängen bleibt, die eigentlich nicht mehr da sind. Das gibt es auf zum Beispiel Perlenfluss auch. Habe ich schon öfter mit dem ELC AMX gehabt, wenn ich auf Perlenfluss über die Brücke fahren will, dann bin ich einfach am Aufgang der Brücke, also wo die Brücke beginnt, einfach hängen geblieben. Aus Vollspeed einfach stehen geblieben. Gibt zwar keinen Schaden, aber es ist ein bisschen ärgerlich, wenn man deswegen nachher von einem gegnerischen Panzer abgeschossen wird. So, der nächste Plan ist, von hinten an die Gegner ran. Guck hier nochmal, wie ich rankomme, und hier das erste Mal die Ketten kaputt gefahren. Muss jetzt hier an der Stelle eine Entscheidung treffen. Die Optionen, die ich habe, ist A, zu warten, bis meine Ketten ganz sind, von hinten den T69 beschießen, um den IS-3 cappen, also da, um den zu supporten, dass der cappen kann, oder von hier hinten ranzugehen und die zu beschießen. Und wenn wir jetzt in die freie Ansicht gehen, können wir sehen, es ist relativ wenig HP auf der rechten Seite beim Tiger 2, dem Tiger 1, und aber auch relativ wenig HP beim T69. Im Nachhinein betrachtet hätte ich das Risiko eingehen sollen und hier direkt nochmal die Kette kaputt, obwohl ich so langsam runtergefahren bin. Ich hätte das Risiko eingehen sollen, den T69 hier, den IS-3 zerstören zu lassen und stattdessen lieber noch ein bisschen mehr Schaden auf die Achter zu machen. Habe ich leider nicht. Ich wollte das Spiel sicher gewinnen und bin deswegen einfach Richtung T69 gefahren, um da den Support zu leisten. Jetzt in der Situation wäre es kritisch gewesen, zu den dreien zurückzufahren. Also die Entscheidung jetzt noch zu fällen, wäre wahrscheinlich katastrophal, weil das hätte dazu führen können, dass die drei im Cap stehen bei uns und cappen. Stattdessen ist jetzt für mich natürlich Priorität der T69, der muss jetzt weg. Damit haben wir den Druck auf den Gegner und ja, ich versuche jetzt natürlich trotzdem noch zurückzukommen, um hier die Base zu supporten. Allerdings läuft die Zeit ab. 83% Cap-Fortschritt mittlerweile. Also wir werden hier nicht mehr zurückkommen.
So, damit ist das Gefecht beendet, die Basis wurde gecapped und wir kommen noch fix zum abschließenden Kampfbericht. So, das ist der Kampfbericht. Wie man sehen kann, es ist einmal 5 Sieg gewesen, kein sonderlich spektakuläres Ergebnis, 25.149 Credits, 5.000 Erfahrung, Überlegenheitsabzeichen, dritte Klasse. Wir haben einiges an Gegnern aufgeklärt, wie man hier sehen kann. Im Teamscore standen wir hier mit 1140 Schaden, einem Abschuss mit 667 Erfahrungen an erster Stelle. Nicht spektakulär. Ich werde aber noch ab und an andere Replays hochladen, um einfach die Vielseitigkeit von dem T71 zu verdeutlichen. Dies soll aber erstmal alles zum T71 gewesen sein, weil den Panzer kann man so unwahrscheinlich vielseitig spielen, wenn ich die ganzen Optionen, die ich bis jetzt damit ausprobiert habe, in ein Video reinpacken würde, wäre das wahrscheinlich einfach viel zu lange noch, irgendwann langweilig. So, abschließend hier 14 Schuss abgegeben, 12 getroffen, 9 Durchschläge, 1140 Schaden, selber 2 Treffer erhalten, 2 mit Durchschlag. 39 durch Spotting, sind knapp 5,34 Kilometer gefahren, haben 25.000 Credits erhalten, 16.000 nach Abzug von Reparatur- und Munitionskosten, 1.000 EP mal 5, 5.000 Erfahrung. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht anzuschauen, war hilfreich. Wünsche euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen, würde mich über Kanalabos und Likes freuen und melde mich an dieser Stelle ab.